Hallo YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu XCOM. Weil ich schon lange gespielt habe und ich nicht weiss, wo wir sind, muss ich da mal schnell reinschauen und ich sehe viel Orangiges und sogar etwas Rotes. Das sieht ja gar nicht gut aus. Geld haben wir auch fast gekommen. Was steht als nächstes an? Das Kraftwerk kommt, dann haben wir den Satelliten, Kontrollzentren, dann haben wir hier Satelliten, aber Fusionslanzen, wow, geil, okay. Wie sieht es denn im Hangar aus? Haben wir da irgendwas ein paar Schiffli? Ja, wieso haben die nur Anlassraketen da? Da müssten wir doch eine andere Waffe haben. Haben wir aber nicht, dann kaufen wir jetzt schnell eine. Wo machen wir das? In der Technikabteilung? Da, bitteschön. Geben wir eine anständige Laserkanone, die kostet aber 24. Also gut, dann machen wir das nicht. Dann gehen wir einfach in die Technikabteilung, beziehungsweise wir gehen einfach nach Aktivitäten scannen und schauen, was läuft. Sehr schön. Ein neues Bauprojekt läuft. Wir haben jetzt hier genügend. Ah, schau, da könnte ich sogar rausheben. Aber eigentlich müsste ich doch so einen Sicherheitstrakt haben. Nicht genug Geld. Aha. Weisst du was? Dann tun wir doch tatsächlich da rausheben. Da haben wir nämlich kein Geld mehr und können wieder scannen. Ist doch gut, oder? Europa. Da haben wir nur einen mit einer Phönixkanone. Oh, hoffen wir, können wir das UFO abschiessen haben. Das wäre noch wichtig. Bitte. Habe ich denn zusätzliche Sachen? Zielen habe ich da. Wow, okay. Also, schiessen ab, komm. Schiess. Jawohl, Bericht verlassen. Wir haben ihn abgeschossen. Hätte ich wahrscheinlich nicht müssen zielen. UFO-Klasse, Späher. Okay, also dann schicken wir unseren Sky Ranger los. Mit welchen Leuten? Wieso hast du nichts dran? Du gehst gerade weg. Dich haben wir, das ist okay. Wollte ich dich dabei haben? Ja, wer haben wir denn eigentlich zur Auswahl? Jemand von euch zwei, dann hätten wir zur Auswahl. Karen oder die Olga? Beides weibliche Personen. Wir nehmen die Olga. Bist du mal dabei und du könntest dich ja mit so einer Schallenrüstung und einem Lasergewehr ausrüsten, das ist ja super und das lassen wir so, das ist okay. Du bist auch ein Stürmer, sehr gut, dann könnte, warte, Splittergranate, das Medikit, irgendwie gerade ein Krott im Hals, Entschuldigung, gibst mir da das noch. Weil ich wollte nicht, dass meine Soldatin Guseva, vielleicht haben wir da zwar zwei Russen dabei, ja, ist doch eigentlich haben wir sogar drei Russen dabei, wenn ich das richtig sehe. Machen wir das? Ja, der Moose, will ich dich dabei haben? Du hast, ja, komm, sicher will ich dich dabei haben, komm, Einsatz starten, das machen wir doch mit links, würde ich behaupten. Ja, das schaffen wir, komm, beginne den Angriff, so, los geht's, wo sind wir? Aha, ja, schön. Okay, das ist gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. Weil, dann können wir gerade loslegen. Ui, leckst du mir, schau da, brennt ja der ganze Wald. Schick doch mal zuerst Feuerwehr vorbei, bevor ihr da noch mehr Feuer entfacht. Gut, da ist fertig. Ui. Okay, also dadurch müssen wir nicht gross. Wir kommen zuerst mit dir und schauen, wie weit kommst du. Du kommst bis da hin, dann machst du das. Wir bleiben da ein bisschen links. Das ist im Fall, glaube ich, völlig okay. Da hat es UFO-Zeugs. Mit dir komme ich mal da hin. Gut, wie weit komme ich mit dir? Du kannst sprinten. Ich weiß eben nicht, ob ich da wirklich sprinten will. Aber du hast... Ja, eine Nano-Faserweste an, dann schaffst du das auch dort hinter dem Baum. Dann lassen wir dich dort. Du kommst mit dem Lasergewehr bis da hin, sehr gut. Und du kommst
bis dahin. Kannst du eigentlich, wenn ich dich da hinsetze, auch noch gerade in den Feldposten gehen? Nicht, hä? Habe ich schon gedacht. Dann kannst du gerade da vorne stehen. Komm, kommt ja niemand, siehst du, hast du gewusst. Und wenn niemand kommt, dann kann ich mit dir auch noch eins führen, komm, das ist okay. Und mit dir komme ich auch noch eins führen, auf dieser Seite. Und mit dir komme ich auch noch eins führen. Und dann soll es kommen. Ja, sie kommen tatsächlich, als hätte es mich gehört. Hey, als hätte es mich gehört. Ja, ja, aber da haben wir keine Angst. Wirklich nicht. Warte, wir gehen zuerst mit unserem Schweren hier rüber. Und schiessen dem da gerade mal schnell in den Rücken rein. Genau so. Wunderbar, das läuft, das läuft. Du sagtest jemanden, dann schiess doch mal, vielleicht triffst du ihn sogar. Bist ja ein Ami. Genau. Ich würde auch sagen, wir haben es mit den Kopfschüssen. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du gerade hier vorne spurten, das ist okay. Dann machen wir da mal ein bisschen Gas. Geben wir da ein bisschen Gas, meine ich natürlich. Du kommst mal. Ja, hat es da hinten wirklich nichts mehr? Nein, dort hinten hat es nichts mehr. Aber, warte, ich komme zuerst mit dir mal eins führen. Und dann setze ich dich mal auf die Feldpost. Es könnte ja sein, es könnte ja sein, dass da hinten gleich noch irgendjemand ist. Aber ich rechne nicht damit. Sehr gut. Da ist nichts. Nichts. Gar ein nichts. Da komme ich mit dir bis dort führen. Wow, weiss ich noch nicht im Fall. Weiss ich wirklich noch nicht. Ich komme, glaube ich, zuerst mit dir bis da hin, ja. Dass wir dort ein bisschen hindern sehen. Mit dir müsste ich hier führen spurten, tatsächlich. Und mit dir kann ich nicht bis dort führen spurten. Ja, komm, spurte ich halt mal mit dir hier führen. Ich soll zwar nicht so schnell vorwärts gehen, ich weiß es eigentlich, ich weiß es eigentlich. Aber ich mache es gleich, ich mache es jetzt tatsächlich gleich. Du spurtest hier hin. Dich setzen wir, glaube ich, mal auf Feldposten und dich auch. Ja. Dann kannst du hier hin kommen und auch noch auf Feldposten gehen. Ja, wobei das bringt nicht so viel. Aber wir machen es. Das ist okay. Könnte ja sein, dass einer von dieser Seite kommt. Ich höre einen Mouton. Ich höre einen Mouton. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Kommst du mal da rein? Du bist mit dem Präzisionsgewehr. Okay. Dann säcken wir aber zuerst mit. Eigentlich würde ich ja gerne mit dir hier führen säckeln. Komm, mach das. Ah, der kommt schon. Der kommt schon. Warte, du siehst den doch da noch. Nein, du siehst ihn nicht. Kannst jetzt du da nicht die Türen aufmachen? Mal. Und dann kannst doch du da noch Sturm und Schuss machen und den verschiessen, oder? Ah, das hätte ich vorher müssen machen. Okay, scheiße. Nicht gut, nicht gut. 25%, geht's noch. Komm da hin. Und jetzt hast du eine bessere Wahrscheinlichkeit. 3% besser. Hey, aber du hast voll daneben geschossen. Super. Dann schiessest du halt du noch. Du hast wenigstens 35%. Also, schiessen ab, komm. Vorher hast du getroffen, das mal wirst du nicht. Oh, Entschuldigung, ich wollte nichts sagen. Genau, ich wollte nichts sagen. Du, unsere Ami macht ihrem Ruf gute Dienst. Also, aber die Mutons kommen in dem Fall von irgendwo da hinten. Darum setze ich dich. Oh, nein, nicht auf Nachladen, auf Feldpost, wollte ich dich setzen. Genau. So. Jetzt kommen sie gleich von dieser Seite. Vorher sind sie von dieser Seite gekommen. Jetzt kommen sie von dieser Seite. Das ist aber nicht gut. Dann müssen wir da mal schnell schauen. Wenn sie von da hinten kommen. Wir haben da hinten schon auch etwas gehört. Die Frage ist einfach, ist das relevant gewesen? Oder ist das nicht einfach nur er da hinten gewesen, der so Mais gemacht hat, dass ich ihn höre?
Wo haben wir jetzt unseren Stürmer? Da. Also, du säckelst mal hier hin. Vielleicht bringt sie etwas. Und du kannst. Ja, da bist du mir ein bisschen zu fest im Zeugs aussen. Wir haben noch dich. Du kommst mal hier hin. Machst hier Feldposten. Das ist gut. Dann würde ich da eben nicht zu weit rübergehen, eigentlich. Eigentlich nein. Du könntest da hinkommen, ja. Und dort mal reinschauen, dann. Komme ich mit dir. Ja, mal, ich komme mit dir da hin. Dann gehen wir mit euch zwei dann da rein. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Da tun wir warten. Oder auch nicht. Mal, wir tun warten. Da bist du nicht in Deckung, gell? Nein, da bist du nie in Deckung. Ah, schlecht. Spurten wir gleich da rauf. Nach einer schalte ich noch einen frei. Ja, aber komm, ich mach es. Wenn wir dort hinten schon etwas gehört haben. Dann gehst du auf Feldposten, ja. Dann haben wir da die zwei Feldposten. Das ist okay, weil da hinten kommt jetzt dann gerade jemand. Wow, ich höre. Ja, ich habe ihn gehört. Also, dann schicken wir alles, aber da hinten im Fall. Oh. Wie weit kommst du? Ah, du kommst da hin, sehr gut, dann mach doch das. Was ist mit euch zwei da hinten? Nein, mit dir warte ich noch. Mit euch zwei habe ich gemeint. Da innen. Und schau, ob es da innen noch etwas hat. Nein. Komm, weißt du was? Du könntest einfach mal nachladen, dass du das mal gemacht hast. Da haben wir doch da noch einen schweren. Da, dich. Jawohl. Wo gehe ich mit dir hin? Ja, wo gehen wir hin? Da gehen wir hin. Und da machst du mir Feldpost. Weil ich will auf Nummer sicher gehen. Denn das ist eben unser Stürmer und Dränger. Den setzen wir. Ja, das ist eine doofe Position dort. Da wäre eine gute Position. Aber ich glaube, da gehen wir zuerst mal gekonnt so vor. Ich weiss nicht, woher ihr denn kommt. Dich machen wir auf Feldposten, jawohl. Und dann kommst du. Ja, du spurtest da auf, ja. Komm. Drei Längen, hoffentlich. Jetzt kommen sie von da oben, musst du schauen. Nein, sie sind da hinten. Sie sind immer noch da hinten. Aha, jetzt haben wir sie gesehen. Und schau, der erste schiesst auch gerade. Und? Ja, schiesst meilenweit daneben. Haben wir euch gerade verschreckt, hä? Ja. Okay, so weit hinten wirst du nie mehr sehen. Aber wenn ich da. Das ist nicht gut. Ich komme, glaub. Wo bist du da? Ich glaube, ich komme mit dir tatsächlich da hin. Dann siehst du nämlich einen. Ja, wie weit kommst du mit dieser Granate? Ja, zu wenig weit. Also komm, schiess. Ist egal. Komm, das schaffst du schon. Ja, nicht wirklich. Ja, ich weiss. Danke für die Info. Okay, was hast du? 1%? Hör doch auf. Sicher nicht. 49%. Aber ich könnte dich natürlich auch niederhalten. Oder... Rauchgranate mit Sturm und Schuss könnte ich da rauf, aber da würde mir nichts bringen. Da könnte ich den abknallen, aber würde mir auch zu wenig bringen. Darum muss ich euch da vorne haben. Aber den würde ich eben wirklich dann gerne da hinsetzen. Du könntest auch so weit. Du kommst auch so weit. Okay. Schau, du kommst sogar da hin. Siehst einfach keinen von hier und kannst natürlich jetzt auch nicht. Du wirst wahrscheinlich sowieso schiessen nachher. Okay.
Das heisst, ich sehe niemand von dort. Du hast geschossen. Nein, du hast noch nicht geschossen. Und du hast auch noch nicht geschossen. Du hast aber keine Granate. Du hast nur eine Rauchgranate. Ah, warte schnell. Das bedeutet, ich könnte hier einen Rauch... Was hat die für einen... Wo steht die Rauchgranate? Was hast du für einen Umfang? Ziemlich grossen, das ist gut. Können wir ja so machen. Dann schicke ich da tatsächlich unseren... Wo haben wir ihn jetzt da? Da. Unsere Frau schicken wir da hin. Oh, jetzt hättest du dort schön einen in der Flanke. Aber mit dir... da willst du spurten. Okay. Kann ich noch jemand anders einen spurten? Ich könnte noch da hinten spurten. Bringt mir das etwas? Ja, dann könnte ich eben mit dir da hin und dann schauen, ob die Rauchgranate uns alle drei... Nein, es sind nur zwei. Also nur wirklich uns zwei. Ich kann ich dann da so knapp sogar nur... Okay, also komm, du spurtest eben wirklich da über... Oh nein, da decke ich noch mehr auf. Ah, das wollte ich aber nicht. Okay, was haben wir für 8%? 1%? Ah, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Aber ich muss etwas machen. Da, aber dann kommst du eben nachher hier führen. Wobei, nein, du hast ja geschossen. Und den mache ich nicht. Aber du bist auf Feldposten. Du bist auf Feldposten da, ja. Komm, ich mach's. Ich komme mit dir da hinten. Und dann komme ich mit dir da hin. Und jetzt ist die Frage, wie gross das die Wahrscheinlichkeit ist. 49 und 29. Nein, ich mache Rauchgranaten. Da, eins. Ah, schau jetzt, das geht gar nicht. Ja, das wird knapp. Das wird knapp da. Aber so bin ich drin. Komm, ich rühre jetzt die Rauchgranaten. Einfach, dass wir zwei safe sind. Ah, du gehst auf höhere Position. Und auf Feldposten sogar noch. Du blöde Sieg, du. Irgendeiner schiesst doch jetzt, oder? Ja, genau. Und er trifft wunderprächtig, aber 1 zu wenig. 1 zu wenig. Ah, schade. Und was? Sicher nicht. Woher kommt die Granate? Willst du mich jetzt verarschen? Ah, 5. Warte. Wow, krass. Krass, ey. Wow. Hast du blitzschnelle Reflexe, Svetlana? Sehe ich das da nehmen? Soldateninfo? Nein, hast du nicht. Ah, oh, schade. Okay, dann müssen wir zuerst dort oben irgendwie wegballern. Das wird aber nicht gelingen. Ja, das wird nicht gelingen. Das heisst, ich muss Risiko eingehen, hä? 1%. Okay, warte, wir haben doch hier noch so eine Rakete, wo wir starten können. Ah, da rauf, komm da rauf. Nein, willst du nicht sagen, das reicht nicht. Ah, Scheiße. Okay. Ja, dann halt. 1%. 99%. Ich könnte es zwar wagen. Komm, weißt du was? Schiess den mal weg. Vielleicht triffst du ihn ja. Ja, wunderbar. Ja, ich weiss. Du kannst jetzt ja gerade noch einen nachladen. Das ist ja wunderprächtig. Zu wenig Munition. Ja, ich habe eigentlich wollen. Nachladen. Entschuldigung. Ich habe mich wieder mal vertippt. Du siehst den dort. Das ist ja gut, wenn du den siehst. Mit Sturm und Schuss käme ich bis da hin. Das Problem ist einfach, wenn du mich triffst, bin ich am Arsch.
darum wagen wir es so, dass ich mit dir dafür komme und den Reflexschuss auslöse. Und ich hoffe, du triffst nicht. Ah, du hast getroffen. Ah, krass. Krass, krass. Okay, wie viel Prozent? 15. 15, sicher nicht. So, jetzt machst du mir Sturm und Schuss. Nein, warte. Zuerst schauen. Von da, dann kann ich dich da in den Rücken schiessen. Wenn das nicht klappt, dann habe ich geschissen. Nicht gut, nicht gut. Okay, dann müssen wir zuerst noch jemand anderes haben. Müsst dich da wegbomben. Hallo, nein, was, bitte, so, ja. Da, nimm das. Gut, jetzt bist du nämlich gezwungen, wegzulaufen. Du siehst nichts, schade, du siehst aber etwas. Und jetzt sollte ich doch, wenn ich da stehe, sollte ich doch den mögen. Hä? Also, einfach rein theoretisch. Aber mal schauen, wie nah komme ich mit dir. Ah, zu wenig nah. Aber du, nein, du hast auch keine Bombe mehr. Aber du hättest noch eine. Mit dir könnte ich da hinkommen. Und dann Splittergranaten rühren. Jawohl, das reicht. Also, sehr gut. Dann machen wir hier Sturm und Schuss. Okay. Und du stehst mir jetzt einfach wirklich vor ihn hin. So. Und bitte. 92%. Sehr gut. So läuft das. Und so UFO-Missionen habe ich gern, weil die geben mir immer viel Zeugs. Also, ich weiss nicht, ob wirklich viel Zeugs, aber ich komme mir sicher etwas über. Ich kann sogar zwei Leute befördern. Geil. Zu was wirst du? Ah, du bist ja schon der Scharfschütze. Schnellschuss, Truppensicht. Ja, wir nehmen natürlich wieder den Schnellschuss. Bestätigen. Dankeschön. Und Moose, der kann auch gegen Roboter oder bitte fällt uns den zweiten Reflex auf, wenn er es trennt. Ja, komm, wir machen gegen Roboter. Bestätigen. Gut, weiter geht's. Was haben wir? Elirium bekommen. Wow, zwei Sachen. Ein bisschen Zeugs, das beschädigt ist. Gut, sehr gut. Satellitenkontrollzentrum kommt. Geld haben wir keine mehr. Wann ist eigentlich der nächste Ratsbericht? Erst in 18 Tagen. Mal schauen, ob ich dann noch zu Geld komme. Auf jeden Fall. Warte schnell. Muss ich da noch schnell in die Technikabteilung schauen, ob es da etwas hat. Nein, hat es nicht. Okay, können wir ja raus und Danke sagen. Vielmals für das, dass du da dabei gewesen bist. Ich hoffe, du bist es das nächste Mal auch wieder. In dem Sinn, tschüss.